Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Sag hallo. Wilma, bist du's? Vielleicht auch Walli? Ich weiß es nicht. Wir sind auf hoher See. Oh, da hinten ist ein Floß. Und das letzte Mal habe ich angefangen, das Floß ein bisschen auszubauen. Das hat ganz gut geklappt soweit. Ist aber natürlich noch nicht fertig. So, jetzt können wir hier mal gucken. Vielleicht ein bisschen... mal den Kurs ein bisschen anpassen. Vielleicht schaffen wir es ja dahin. halt, nicht mehr. Oder doch noch ein Stück. Dann könnten wir bequem und ganz in aller Ruhe an diesem Ding hier vorbeifahren. Aber ich glaube, wir haben einfach nicht genug Speed. Und so wichtig, dass ich jetzt wirklich hintuckern würde, ist es mir nicht. Wobei mir einfällt, dass es auf jeden Fall noch eine gute Idee wäre, einfach diesen ganzen Steuerkram nach da unten zu verlegen. Noch mal kurz den Motor anschmeißen. Mal gucken, ob das funktioniert. Weil natürlich bin ich jetzt dann auch gleich sehr schnell dran vorbei, wenn es blöd läuft. Und ich sehe nichts. Wir tuckern in den Sonnenuntergang. Ja, genau. Ich würde das Steuer gerne nach unten verlegen zwischen die Motoren. Ich überlege eigentlich nur noch, ob ich vielleicht das Segel da gleich mit hinbaue. Da ist halt kein Platz für ein Segel eigentlich. Aber dieses ständige Hoch- und Runterrennen zwischen dem Anwerfen der Motoren und dem Steuern, das ist Quatsch. Und das war ja irgendwann mal ursprünglich der Plan. Ja, das läuft ganz gut. Vielleicht rutscht das direkt einfach auf mein Floß drauf. Oh. Nein, ich habe nichts zu essen. Oh. Oh. Nicht gut, nicht gut. Ich treibe viel zu schnell ab. Au, 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 au. Und er wird mich nochmal erwischen. Ups. Okay, geschafft. So, jetzt kann ich mich in aller Ruhe erstmal meinem körperlichen Wohlbefinden widmen. Habe ich ganz aus dem Blick verloren, dass ich nicht genug zu trinken hatte. Gut. Ja, ich bin im Moment irgendwo so mittendrin. Der Plan war eigentlich, hier Richtung Balboa zu fahren. In der Hoffnung, dass da so eine Evergreen Island ist. Aber, nachdem wir auf der letzten schon einen Schatz gefunden haben, bin ich eigentlich eher so ein bisschen... Ach, warum das nicht? Warum nicht jede Insel anlaufen? Und gucken, ob ich da vielleicht noch Schätze finde. Ich hoffe ja auf Titan. Viel habe ich davon noch nicht. Könnte ich natürlich vorne... treibe irgendwie in die andere Richtung. Naja. Egal. Vorne das Segel und hier irgendwie... Hm. Ich meine, es macht nicht viel Sinn, wenn das Segel unten steht, weil eigentlich müsste das da oben viel besser funktionieren. Aber rauf und runter laufen für das Segel. Ich probiere das einfach mal. Ich mache das hier auch mal weg. Keine Ahnung, was ich dann hier stattdessen hinmache, aber... Warum nicht? So, das heißt, wir könnten das hier hinbauen. Und dann kann das direkt dahinter vielleicht, ja, muss da eigentlich nur, ja, vielleicht ein bisschen Platz lassen. Vielleicht eher so. Okay.
Ach so, ich muss natürlich trotzdem rauf und runter, wenn ich hier dauernd den Kurs korrigieren muss. Oder gucken muss, wo überhaupt hin. Naja. Ich glaube, ich lasse mir damit einfach Zeit. Halt. Falsche Seite. So rum. Irgendwie das mit dem Steuer ist... Ja klar, ich habe das verkehrt rum angebracht. Haha, so muss das nämlich. Oh Mann. Ja, das funktioniert natürlich so nicht. Da müssen wir nochmal ran. Ach, ich könnte es auch seitlich. Wäre natürlich auch was. Ich mach's mal dahin. So, und jetzt... drehen wir mal grob so Pi mal Daumen. Ich habe ja keinen Schimmer eigentlich. Fahren so ein Stück in diese Richtung und schauen einfach hier. Vielleicht hilft das ja was. Derweil muss ich mal ein bisschen Loot einsammeln, damit hier Platz ist. Und da wäre eine Insel gewesen, die ich jetzt gerade knapp verpasst habe. Ja, ich bewege mich, glaube ich, genau in die andere Richtung. Ah, könnte aber ja eigentlich noch gehen. Wir gucken mal, was ist, wenn ich komplett rundherum drehe. Ob das funktioniert und wir da noch vom Fleck kommen. Oder ob ich im Zweifel dann einfach den Motor anschmeiße und sage, egal. So. Hier, wir nehmen diese Seite. Und tuckern da einfach kurz hin. Das ist so viel einfacher. Ich hoffe, meine Netze tun ihren Job und sammeln den Kram alles ein. Und ich hoffe, mein Sprit reicht. Ja, ein bisschen ist noch drin. Ich bin nicht super schnell, aber nicht so schlimm. Ich bin vor allem eigentlich wild drauf zu gucken, ob da jetzt auch nochmal ein Schatz drauf ist. Das wäre natürlich super. So, und jetzt muss ich gleich nur noch flitzen, um den Anker abzuwerfen. Und mach hier mal aus. Anker. Ja, ich bin nicht ganz so nah dran. Vor allem komme ich hier nicht so richtig rauf, aber egal. So, erstmal in aller Ruhe einsammeln. Und dann die Dinge in die Kisten werfen. Und dann gucke ich mal kurz oben, wie es in den Tierchen geht. Die brauchen nämlich, glaube ich, bestimmt auch schon wieder Wasser. Und das ist auch das Nächste, was ich bei meinem Umbau unbedingt berücksichtigen sollte, weil die brauchen dringend mehr Weidefläche. So, was habe ich alles? Ah, Moment. Holzkiste war voll. Hier war auch voll. Okay, die Probleme stapeln sich so ein bisschen. Ich habe gleich an mehreren Ecken Engpässe. Wo habe ich denn den grünen Schlatz hin? Theoretisch wahrscheinlich hier. Auch wenn es schon wieder so ein Sammelsurium ist. Dann habe ich hier ein Ding, was ich essen kann. Die Kokosnuss esse ich auch gleich mal. Und die Ananas gleich noch dazu. Dann habe ich hier Rüben in der Tasche. Vielleicht dazu. Und Plastik. Das kommt jetzt hier hin. Und ich trinke noch ein bisschen, nehme eine frische Flasche mit. Oh, da ist... Und das ist es, was ich, glaube ich, gesucht habe. Das sieht sehr... Entweder nach einer großen Insel oder... Ja, sieht eher nach einer großen Insel aus. Mal gucken. Eins nach dem anderen.
will hier mindestens kurz gucken, ob es einen Schatz gibt. Und die Tierchen können nicht warten. Wie sieht es bei euch aus? Ah, ganz okay soweit. In welchem... Oh, die Batterie ist fast leer. Okay. Hab ich eine Schere? Nee, habe ich gerade nicht. Dann sammle ich mal nur die Eier ein. Und den Honig. Was ist mit meiner Banane? Die ist auch schon wieder fertig. So, die ist auch gleich wieder angepflanzt. Und hier... Okay, ich brauche jetzt gerade nicht dringend Holz. Damit warte ich mal noch einen kleinen Moment. Halt, Bananensamen. Böen hier rein, den anderen Krempel unten abwerfen. Honig war, glaube ich, hier. Bananen da. Gut. Dann kann es eigentlich losgehen. Ich habe ein bisschen viel hier. Ich sehe schon, ich habe hier auch schon Holz geparkt. Ich muss ein bisschen Sachen da lassen, damit ich, falls ich auf der Insel irgendwas Praktisches finde, das auch einstecken kann. Ja, jetzt fange ich natürlich schon wieder an, in diverse Kisten alles Mögliche reinzuräumen, aber es hat keinen Sinn. Muss ja irgendwo hin. Ich will jetzt nicht noch Kisten bauen. Gut, ich hoffe, dass sie oben noch ein bisschen durchhalten. Ich habe mein Dingens dabei. Und muss jetzt wohl einfach mal. So, hier geht's noch nicht nach oben. Sehr schön. Da bin ich. Es gibt Bäume. Ich gehe erstmal ganz nach oben. Oder andersrum. Ich fange einfach hier schon mal an. Ja, das sieht gut aus. Dann probiere ich es mal noch ein Stockwerk höher. Oh. Einmal Wassermelone. Vielleicht doch noch eins höher. Das sieht doch recht gut aus. So, wo ist meine Schaufel? Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Schaufel dabei. Das wäre bitter gewesen, aber... Und was war alles drin? Kupfer, Eisen, so ein bisschen von allem. Leider kein Titan. Gut, man kann nicht immer Glück haben. Vielleicht gibt es Titan auch nur auf den größeren Inseln. Könnte ja auch sein. Okay, da drüben. Auch nochmal so ein bisschen von allem. Hier kann ich nicht zurückhüpfen, das weiß ich schon. Ups. Ah, ich habe es gar nicht geschafft. Dann muss ich nochmal außen rum. Okay, das sieht hier unten aber schon auch trotzdem vielversprechend aus. Ich probiere noch ein bisschen weiter. Nehme natürlich das Holz mit. Oh, das geht schneller weg, als man erwarten würde. Okay, halt da unten. Muss ich aufpassen, dass das nicht gleich... Ja, so ein bisschen Platz habe ich noch. Aber ich könnte mir Platz schaffen, indem ich hier mal Kokosnüsse wegesse. Davon habe ich eh genug. Und... Nee, mir ist da nicht zu holen. Noch eine Mango. Oder was ist es?
eigentlich eine ganz coole Insel. Ziemlich viele Bäume. Ziemlich viel Obst. Und ein Schatz. Habe ich da oben jetzt alles abgehackt? Ja. Da war alles. Da habe ich gebuddelt. Hier muss ich noch hin. Könnte ich natürlich auch gleich tauchen. Das wird aber schwierig, weil ich schon wieder zu viel Zeug dabei habe. Gerade mal gucken, ob sich das noch irgendwie reduzieren lässt. Die könnte ich essen. Hier nochmal so einen kleinen Versuch. Ne. Die kriege ich auch eher noch weg. Und jetzt habe ich quasi noch 4 Plätze frei. Ich habe allerdings schon Kupfer und Eisen. Das heißt, wenn ich das finde, stackt das auch noch. Okay. Vielleicht mache ich gleich noch einen kleinen Tauchausflug. Das sollte ja hier weit genug weg sein. Moment. Ich habe doch auch einen schnellen Haken. Aber ich habe schon wieder keine Tauchausrüstung mehr. Konzentriere mich mal, wobei ich könnte eigentlich Ton mitnehmen. Konzentriere mich mal auf Ton, Eisen, Erz und Kupfer, wenn ich welches sehe. Sieht aber gerade nicht so sehr danach aus. Hier, das da hinten macht mich noch ein bisschen neugierig. Genau. Danach habe ich gesucht. Und jetzt bin ich gleich wahrscheinlich schon wieder zu nah am Floß. Aber ich sehe keine Metalle. Keine Erze, meine ich. Also probiere ich mal die andere Seite noch. Und fahre dann direkt weiter zu der großen Insel. Oh, da ist auch noch irgendwie... Oh, ob mir dafür die Luft reicht. Okay, cool, aber nichts drin. Schön gemacht, schön gemacht. Da hinten ist noch so ein Ding. Das ist echt eine ziemlich spannende Unterwasserlandschaft. Es ist nur nicht viel zu holen, leider. Habe ich den Eindruck. Na, hier. Noch ein bisschen Kupfer. Und schnell nach oben. Uiuiui. Okay, ich glaube, so im Großen und Ganzen habe ich jetzt schon alles, nehme ich zumindest mal an. Alles, was wichtig ist vielleicht. Nehme schon mal den Speer zur Hand. Und nehme diesmal wirklich nichts anderes mit. Auch wenn ich, glaube ich, sogar noch einen Slot frei hätte. Es kann halt zu sehen, aber es kann nicht mehr lang dauern. Er kommt dann immer von hinten. Oh, hier. Damn it. Hoffe, das geht gut.
Okay. Gut, das ist die Ecke, in der ich schon war. Ich habe nur den anderen Eingang nicht gesehen. Dann schwimme ich mal zurück. Und dann schaffen wir vielleicht gleich auch noch bis zur anderen Insel weiter zu tuckern. Da ist der Hai. Ja, da drüben ist bestimmt auch noch was zu holen, aber ich glaube, das reicht mir erstmal. So, dann muss ich, glaube ich, auch schon wieder direkt dran denken, eine Batterie zu machen, damit es da oben gleich weitergeht. Ich brauche dafür auf jeden Fall Kupfer. Was brauche ich dafür noch? Kunststoff brauche ich noch ein bisschen. Gut. Okay, Ton habe ich vielleicht ja dann doch genug. Passt hier alles nicht rein. So, Janier. Holz, noch Kupferbarren, Nägel, Wasser. Ohne Wasser brauche ich gar nicht hochgehen. Jetzt bin ich echt neugierig. Oh ja, hier ist alles ausgetrocknet. Oh, das wird jetzt knapp. Hier ist die volle. Ja, das tut mir jetzt echt auch leid. Ja, bloß nicht versehentlich auf die Hühnchen. Hier wird auch schon wieder fleißig. Gut, dann habe ich noch hier ein bisschen Saatgut. Leere Batterie. Das packe ich gleich mal alles wieder rein. Immer so ein bisschen nebenzu zusehen, dass ich das alles verräumt und verschmolzen kriege. Okay, dann ist als nächstes nochmal Eisen dran zum Schmelzen. Die Barren brauche ich gerade nicht. Ah, meine zwei Titanbarren. Es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt noch machen muss. Ich brauche eine größere Weide. Das ist echt keine Lösung. Aber dazu müsste ich den hinteren Teil des Flosses nochmal. Ich habe hier nur noch ein oder zwei Spielraum und dazu muss ich ein bisschen was nach oben verlagern. Das ist alles nicht ganz so einfach. Also da muss ich noch mal ein bisschen überlegen. Ich will jetzt aber eigentlich eher... Ah, da ist was zu essen fertig. Dann esse ich doch gleich mal das. Gut. Mehr Wasser und dann kann es eigentlich losgehen. Habe ich noch ein bisschen Sprit, ist noch ein bisschen drin. Dann schauen wir uns diese Insel doch mal an. Anker los. Steuer hier rüber. Kann ich sie sehen, die Insel? Ja, hier. Eigentlich überhaupt nicht weit.
aber nicht ganz die Richtung, in die ich fahren würde. So. Das sieht gut aus. Ich kann aber noch nicht sagen, was das für eine Insel ist. Vielleicht auch eine Wüsteninsel, wenn ich mir das so anschaue. Und ich glaube, es gibt einen Vogel und ein Wildschwein, sehe ich auch schon. Das verspricht auf jeden Fall spannend zu werden. Sehr schön. Ja, ich wusste, dass ich bei den Inseln auf jeden Fall noch längst nicht alles gesehen habe, was es hier zu sehen gibt. So, ein kleines Stück noch. Bin mal gespannt, was es da zu sehen gibt. Mann, ich bin viel zu langsam. Ich fahre hier mal direkt an diesen Zugang und ich glaube, ich muss aufpassen, der Vogel hat mich vermutlich schon gesehen. Schnell den Anker runter. Okay, er buddelt auch schon seinen ersten Stein. Aber immerhin getroffen. Ich muss eigentlich gleich erstmal gucken, wie viel Pfeile ich überhaupt habe. Eigentlich nur noch ein paar. Bevor das mit dem Vogel nicht erledigt ist, glaube ich, können wir hier eh nicht in Ruhe. Ja, weiß nicht so richtig, ob er uns schon richtig störend findet. Gehen wir nach vorne, um ihn ein bisschen mehr zu triggern. Ja, jetzt nervt's ihn. Na? Treffer Nummer 2. Leider habe ich nur sehr wenige Eisenpfeile. Da kommt er wieder. Autsch. Mein Anker war mir leider im Weg. Dann ja, kümmere ich mich erst was um. Mache ich den Vogel von hier aus oder gehe ich auf die Insel? Jetzt habe ich ein bisschen aus dem Blick verloren. Da oben kreist er. So, ich glaube, er holt sich nochmal einen Stein. Und es wird jetzt auch langsam hell, dann wird es ein bisschen einfacher. Nee, er kurvt da nur rum. Okay, ich bin einfach gerade an so einer Grenze. Das ist doch gut. Dann nervt er nicht direkt. So, kann ich denn noch Eisenpfeile machen? Wäre vielleicht meine erste Frage. Metallpfeile. Metallbarren und Federn. Federn habe ich genug, Metallbarren habe ich auch ein paar. Okay, da war er schon wieder. So, ich habe 21 von denen. Dann kann ich doch vielleicht die Steinpfeile mal aus der Tasche packen. Oder vielleicht mache ich so zur
Zur Sicherheit einfach nochmal einen. So einen Stapel. Das sind 6 Pfeile. Das ist okay. Ich habe eben viel zu viele Federn. So, das muss hier irgendwo. Arbeitet werden. Ja, den restlichen Kram habe ich jetzt halt einfach noch dabei. Brauche jetzt aber eigentlich weder Stirnlampen. Brauche eine Schaufel, das habe ich. Brauche den Detektor, den habe ich dabei. So, Hammer brauche ich auch nicht. Eigentlich brauche ich in erster Linie noch einen neuen Bogen, fällt mir gerade auf, weil ja dann da auch noch Schweine sind. Also muss ich doch wieder Seile aus der Kiste nehmen. Das ist aber ganz gut. Es sind nämlich zu viele. Ah, Glibber brauche ich zufällig gerade 2. Das trifft sich gut. Bolzen brauche ich 1 und 6 Planken. Also ich hatte doch irgendwo... Ja. Okay, ein Ersatzbogen ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee. Gut. Dann lass mal sehen, was du kannst. Ich hoffe nur, dass mich da jetzt nicht direkt so ein Schwein begrüßt, sonst habe ich ein bisschen viel Feinde auf einmal. Oh. Gleich kommt er. Oh. Oh. Ich war nicht gerüstet. So, lass uns das nochmal machen. Wo bist du? Hm. Also ein paar Pfeile hat er ja echt schon intus. So richtig viele können es nicht mehr sein. Es sind auch alles, waren auch alles Metallpfeile. Na komm. Okay, hat ihn immer noch nicht beeindruckt. Ich weiß nicht, ob er sich überhaupt womöglich regeneriert er sich. Schade, das war eigentlich eine perfekte Position, aber gut, okay, 1 oder 2 müssen wohl noch rein. So weit weg. Das war's. Oh nein. Natürlich fällt er ins Wasser. Will aber alle meine Pfeile wieder, deswegen muss ich. Nein. Okay, jetzt habe ich wirklich alles. Ach. Muss ich hier aber erstmal wieder hochkommen. So, die Insel ist mehr geteilt. Das heißt, hier auf dieser Seite scheine ich tatsächlich allein zu sein. Das ist eine ganz normale große Insel. Keine Evergreen, kein Evergreen Island. Rote Beeren. Sehr schön. Und natürlich Bäume. Ah, ich habe das Erz noch dabei. Macht nichts. Mit einer riesen Bucht hat den zuerst. Und da fällt mir ein, ich könnte ja schon mal. Nicht hier, aber irgendwo ist was.
Ja, nachdem ich jetzt schon ganzen Schwung Sachen dabei habe und nicht so weit bis zum Floß, werfe ich diese Sachen mal kurz ab. Hier das Erz, was ich noch dabei hatte. Und prima, wieder neue Federn. Als ob jemals welche gefehlt hätten. Hier was zu essen. Halt, wo war der Kopf? Die Kopfsammlung. Wirks. Okay. Ach, da ist auch schon wieder kein Platz mehr. Egal. Gut. Ich muss nachher definitiv nochmal umsortieren. So viel ist schon sicher. Aber erstmal so ein Stück weiter. Nee. Nicht auf diese Seite. Dann vielleicht erstmal gucken, dass ich an dem Schwein vorbeikomme. Oder ich probiere erstmal, mache erstmal diese Insel. Hier sollte ich eigentlich safe sein. Ich glaube, ich bin weit genug weg. Und ich bin sehr durstig. Das sieht gut aus. War hier zufällig ein Schwein oder irgendwas anderes feindlich Gesinntes? Nee, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Dann. Vielleicht doch da drüben. Ah, hier. Sehr gut. Titanerz. Oh. Und ein Bild. Cool. Fantastisch. Da habe ich ja tatsächlich Tangaroa gar keine gekauft oder nur eins, ich weiß es nicht. Oh, sehr schön. Das läuft super. Dann holen wir uns noch das Holz. Einfach nur, weil man es nicht stehen lassen kann. Und dann sehen wir weiter. Ich muss sowieso gleich nochmal meine Schätze zurückbringen. Damit da auf jeden Fall nichts verloren geht. Gut, ich denke, das war ziemlich erfolgreich für diese Folge. Immerhin 2 Stück Titanerz und ein Bild gefunden. Das ist doch super. Und in der nächsten Folge schauen wir uns das Wildschwein oder was da sonst noch ist und den Rest der Insel an. Vielleicht finde ich ja noch einen zweiten oder einen dritten Schatz, wer weiß. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos und bis zum nächsten Mal. Tschüss!